Ja, erstmal vielen, vielen, vielen Dank an unsere wunderbare Mia für diese wieder ganz großartigen Leitsymptome. Und ich möchte auf ein Thema eingehen. Und da möchte ich bitte nochmal vorab die Videos empfehlen, die ich gestern und vorgestern aufgenommen habe, über das Kapitel Die Kröte, Drei Lichter der kleinen Veronika, wo ich ganz viel darüber rede, wie man mit dem Umgang medialer Wahrnehmung, zum Beispiel auch mit dem Umgang von Wahrnehmung und Besessenheit umgeht. Findet da bei mir in der Magischen Bibliothek Die Kröte 1 und 2 eine Lesung dieses Kapitels aus der kleinen Veronika mit Hinweisen und Belehrungen, wie gehe ich denn damit um, wenn ich außer alltägliche, nicht alltägliche Wahrnehmung habe? Wie gehe ich denn damit um, wenn ich Besetzung, Dämonen, Angriffe wahrnehme? Wie kann ich denn ausschließen, ist es nur verletztes Ego oder ist es tatsächlich eine Entität, die in mein System oder das System des Klienten versucht einzugreifen? Und da ist die Antwort natürlich immer ganz einfach, Frau Kochendörfer anrufen. Jemand kommt zu mir und sagt, Herr Krüger, meine Schwiegermutter macht mit mir Voodoo und sticht irgendwelche Nadeln in mich rein. Können Sie mir bitte helfen? Dann rufe ich Frau Kochendörfer an und sage, hier ist eine Frau, so und so, bitte teste mal, ob die real unter irgendwelchen magischen Einflüssen steht oder ob ich das ausschließlich als Wahnidee nehmen soll. Lack Lupi, gegen ihn wird Voodoo gemacht. Oder soll ich das gestalttherapeutisch behandeln, indem ich die Schwiegermutter aufs Kissen setze oder das Voodoo aufs Kissen setze? Oder soll ich das aber täterisch behandeln, indem ich das als klopfbedürftige Wahnidee nehme? Oder soll ich das schamanisch behandeln, wenn Frau Kochendörfer testet, magischer Angriff, Schutzmauern aufbauen, Cord-Cutting machen, entsetzen, Krafttiere implantieren, Mantram singen lassen, etc. etc. Das habe ich ja schon oft erklärt, dass ich mir nicht anmaße zu sagen, jemand wirft ein böses Auge auf mich, jemand versucht mich energetisch zu killen, sondern dass, wenn ich solche Gefühle habe oder solche Hinweise von irgendwelchen Menschen kriege, dass jemand so etwas gegen mich unternimmt, dann behaupte ich nie, das ist so, sondern rufe Frau Kochendörfer an und Frau Kochendörfer testet, ist es so, ist es nicht so. Und wenn Frau Kochendörfer testet, das ist so, testet Frau Kochendörfer auch gleich weiter, was muss ich jetzt machen, damit ich mit diesem Angriff fertig werde. Also bitte nie, wenn euch irgendein Medium sagt, dein Mann versucht dich magisch zu killen, zum Mann gehen und sagen, ey Mann, bist du bescheuert, warum killst du mich magisch? Ganz falsch. Sondern wirklich immer erst prüfen und primär durch gute Testungen, ist das etwas, wo ich so tun soll, als ob, um gesund zu werden? Weil gerade in der ESO-Szene ist es sehr leicht zu sagen, du hast jetzt gerade einen bösen Blick auf mich geworfen. Deswegen habe ich jetzt Kopfschmerzen. Ja? Bin ich sehr vorsichtig, warne ich auch sehr vor, weil das kann so viel sein. Verletztes Ego, Wahnidee, das kann auch eine Psychose sein. Oder es ist ein realer, für die Wirklichkeit des Klienten, realer magischer Angriff. Und dann muss wiederum auch getestet mit den bewährten und hochkompetenten Energien im Grunde interveniert werden. Das ist ganz wichtig, dass wir da sehr sauber trennen, weil da, das ist schon, wenn in einer normalen Psychoszene du guckst Kinderpornos, tödlich ist, so kann in einer ESO-Szene schon der Vorwurf, der Krüger ist ja ein böser Schwarzmagier und der wirkt schwarzmagisch sexuell gegen seine Schüler, genauso tödlich sein. Solche Dinger kriegst du einfach ganz schlecht aus deinem Image raus. Darum in einer demokratischen Medizin, wir können 5 Medien sagen, jemand arbeitet schwarzmagisch gegen mich und ich kann Symptome haben, die ich kenne von Besetzung, dass loganartig jemand mir mit seinen schwarzen Krallen das Fleisch von den Knochen im Grunde kratzt, werde ich nie
sagen, der macht das gegen mich oder der versucht mich platt zu machen, sondern ich werde immer meine Medien fragen, Raik Schörling, Mia Kochendörfer, testet, soll ich so tun, als ob der das macht? Und wenn die sagen, ja, dann testen sie noch, was soll ich tun? Und selbst dann würde ich noch nicht sagen, der macht es, sondern dann würde ich sagen, mein Energiesystem will, dass ich so tue, als ob der das macht. Muss man sehr, sehr vorsichtig sein, darum ist dieses Dämonenthema ganz, ganz schwierig und kann eben oft auch verwechselt werden mit Geisteskrankheit, Eifersucht, tralala, tralala. Ist ja sehr einfach zu sagen, meine Freundin verlässt mich jetzt gerade nur, weil die von einem bösen Mann, der mir was Böses will, manipuliert wird. Ganz schwierig. Also immer testen, testen, testen. Nie das demokratische Gewissen loslassen. Wir sind demokratische Mediziner und der Inbegriff der demokratischen Medizin ist die Testung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ist eigenartig. Ich kann nicht zum Friseur gehen. Ich fühle mich sehr unwohl. Und jedes zweite Wort, was ich hier kriege, danke, danke, Monika, ich liebe dich, ist, ich hätte so eine tolle Frisur. Und ich fühle mich, wie sagt man so schön in Berlin, wie ein Bär um die Eier, ja? Wobei, um Ollis Länge zu kriegen, brauchte ich wahrscheinlich immer noch 2 Jahre, wa? Ja, letztens sagte jemand zu mir, dann trag doch einfach die nächsten 2 Jahre eine Mütze. Weil ich finde eigentlich diese Länge ganz schrecklich. Ich finde die ganz furchtbar. Ich finde die so halbherzig. Wobei Wolverine hat sie ja auch nicht ganz lang. Wolverine hat sie ja auch nur halblang. Ja, wie komme ich darauf bei Luck Loopy? Luck Loopy ist das Mittel, das Hauptmittel. Zusammen mit Thuja, Stramonium, Manchinella, Lachesis, die Schlangen an sich, aber auch Nosode, Medurinum und Luisinum für Menschen, die das Gefühl haben oder bei denen nachgetestet ist, sie werden krank durch die Anwendung schwarzer Magie. Nun steht es im Repertorium, ich weiß gar nicht, wie es da reinkommt. Ich habe unter Luck Loopy Träume von Voodoo gehabt. Ich habe unter Luck Loopy ganz viel von Indianern geträumt, aber ich habe auch unter Luck Loopy Träume gehabt, dass ich ein Voodoo-Priester bin. Und ich war nicht mal ein böser Voodoo-Priester. Weil Voodoo ist ja an sich nicht böse, Voodoo ist eine Religion. Und mit jeder Religion kann man was Böses machen und kann man was Gutes machen. Es gibt kaum eine Religion, in deren Namen so viel Böses gemacht worden ist wie der Katholizismus. Und trotzdem ist der Katholizismus per se nicht böse. Aber es wurde in seinem Namen viel Böses gemacht und darum ist Voodoo nicht böse. Voodoo ist eine afroamerikanische Naturreligion, primär in der Karibik, sehr ausgeprägt und damit kann man ganz viel Gutes machen. Die haben Kindergärten, die haben Schulen, die haben Krankenhäuser. Aber es gibt eben auch Menschen, die die Kraft des Voodoos einsetzen, um schwarze Magie zu machen. Jede Magie kann missbraucht werden. Ich hatte euch ja beim letzten Mal schon Flensburger Hefte empfohlen, die Interviews von Ulla von Bernus, erst als schwarze Hexe und später als weiße Hexe. Unbedingt lesen zu dem Thema. Also Magie an sich ist nicht schwarz oder ist nicht weiß, sie ist das, was sie ist und das, was sie wird, dadurch, unter welcher Motivation ich sie anwende. Wenn ich irgendeinem Mann, der mir irgendwie meine Frau wegnehmen will, mit der Kraft meiner Magie Pickel an den Sack zaubere, dann ist es definitiv schwarze Magie und macht mir einen scheiß Karma und 6 Inkarnationen als Kakerlake. Aber die Kraft, die ich dazu einsetze, ist nicht permanent oder per se böse. Sie wird böse und sie wird unberechenbar, ja, aber sie wird einfach unwahrhaftig, unweiß, schwarz, dadurch, wie ich sie einwende, unter welcher Motivation. Und in diesem Traum, den ich hatte unter Luck Loopy, war ich Voodoo-Priester einer Gemeinschaft in Amerika. Ganz nett, ich war der normale Pfarrer dieser Voodoo-Gemeinschaft. Und ich saß in einer U-Bahn und betete meine Gebete, hatte so eine Gebetskette in der Hand, weiß gar nicht, ob Voodoos die auch haben. Ich hatte die.
Und die U-Bahn war voll mit älteren schwarzen Frauen und mehreren schwarzen jungen Menschen. Und mit einmal kamen 6, ja, junge Gangster-Rapper rein und Mutter, ich fick dich und ey Mann, gib mir deinen Hamburger. Klatschten ein Kind irgendwie an den Hinterkopf. Eine Frau wehrte sich, wurde sofort weggestoßen. Und ich saß da noch ganz ruhig, Und dann kamen die auf mich zu, ey Alter, was guckst du so? Schlugen mir ins Gesicht. Ey Alter, du kannst hier zugucken, wir ficken hier alle bis zur nächsten Station. Und die Kinder als Erste. Und ich merkte, ich war sehr erleuchtet, ich war sehr, ja, sehr entwickelt als Voodoo-Priester, aber ich merkte es, mein Logan fing sich an zu invozieren. Wenn sich mein Logan invoziert, merke ich, dass hier diese Handknöchelchen etwas raustreten. Und ich weiß, es ist eine Frage der Zeit, dass meine Adamantium-Klingen sichtbar werden. Wenn mein Hulk invoziert, ist eher so ein Gefühl, ich werde jetzt grün und platz gleich. Bei Logan werde ich innerlich kühl. Wenn Logan kommt, werde ich kühl und merke, die Knöchel treten vor. Also beides hat seine Qualität. Ich weiß nicht, wann ich Hulk invozieren würde und wann ich Logan invozieren würde. Ich weiß nur, ich kann beide invozieren und beide sind nicht lustig. Ich wurde ganz kühl und sagte ganz freundlich zu den Jungs, Jungs, hört auf, steigt einfach nächste Station aus. Wupp, hatte ich eine Hand im Gesicht, spuckte mich der Nächste an. Ey, Alter, du sagst mir gar nichts, du sagst überhaupt nichts. Sonst reiß ich dir die Zunge raus, schneid dir den Schwanz ab und steck ihn dir in den Mund. Und rechts, links fingen die anderen an, an diesen Mädchen rumzugrabbeln. Und dann sagte ich nur, okay, war nicht schön gerade, aber alles gut, ihr steigt nächste Station aus. Und Lagloopy kriegt dann so einen Duktus. Die Stimme wird ruhig, es wird etwas kühler im Zug. Und dann postierten sich alle vor mir, holten so, einer holte so ein Messer, der andere holte so eine Kette, so, der andere hatte seinen Schlagring drauf und haben gesagt, Opa, jetzt reißen wir dir deinen Sack ab. Und in dem Moment merkte ich, dass ich so saß und ich fing an, ganz leise ein Lied zu singen. No, ja, ja, no, ja, no, ja. Mit einmal merkte ich, als ich die Augen wieder aufmachte, wie die Augen aufrissen, total erschreckt, in meine Richtung guckten, aber an mir vorbei, sich umdrehten, die Türen des Zuges aufrissen und raussprangen. Zwei platschten gleich gegen eine Hauswand, zwei sprangen über die Absperrung von Bus und fielen unten auf die Straße, sondern alle waren weg. Und ich war gar nicht klar, was hier gerade passiert ist. Und dann drehte ich mich um und dann sah ich, wie rechts und links von mir zwei Golems, zwei von mir geschaffene Geistwesen, furchtbar und tödlich und sehr rachsüchtig, man könnte auch sagen jüdische Zombies, hinter mir verschwanden wieder in der Unendlichkeit der nicht alltäglichen Wirklichkeit. Ich hatte sie herbeigesungen und alleine ihre Präsenz hat dazu geführt, dass die so viel Angst hatten, um uns zu verschwinden. Es gibt im Voodoo so einen Satz, es gibt Schlimmeres wie den Tod. In Afrika ist ja die Voodoo-Religion sehr, sehr, sehr verbreitet. Da gibt es ja Situationen, wo in einem Fußballstadion da die Voodoo-Priester sitzen und da die Voodoo-Priester sitzen und sich gegenseitig beschießen und in der Mitte fallen die Fußballspieler irgendwie halbtot um, ja? In Afrika ist es ja teilweise so, dass wenn jemand einen Voodoo-Schwur von irgendeinem Voodoo-Priester kriegt, das kannst du da kaufen, der sich lieber umbringt, als die Auswirkung des Schwurs in sich zu erleben. Ich hatte 3 Patienten, die waren auf Entwicklungshilfe in Afrika und hatten sich da ganz stark eingesetzt für Mädchen, die in die Zwangsprostitution gezwungen worden waren. Und hatten sich auch gegen Beschneidung eingesetzt. Und da hatte irgendein Oligarch
der von dieser Zwangsprostitution lebte, zweien von denen einen Voodoo-Priester an den Hals gehetzt. Und die wurden richtig schwer krank, die bekamen so beulenartige Hautausschläge, dass man erst dachte, die haben Ebola, aber hatten die nicht. Dann sind die nach Berlin gebracht worden, in irgendein Seuchenkrankenhaus. Damals hatten wir noch Platz in unseren Krankenhäusern und da stand nicht wegen Corona die Hälfte aller Betten leer oder 90% aller Betten leer. Und dann wurde ich angerufen von einem Freund von denen und der hat gesagt, sag mal Krüger, du kennst dich da aus mit so Spukgeschichten. Der kam aus Hamburg. Gibt es da den Begriff Spökekicker? Du bist so ein Spökekicker oder irgend sowas, ja? Kannst du da helfen? Sag ich, naja, weiß ich nicht. Damals gab es noch keine Frau Kochendörfer. Damals habe ich, glaube ich, noch gesagt, ruf mal bitte Nora Sonne an, die möge mal bitte testen, ob das irgendwas mit Afrika zu tun hat, ob da irgendwas in sie übergegangen ist, entweder Virus oder Fluch oder böses Auge. Und Nora testete und sagte, ja, die haben schwarzmagische Angriffe. Habe ich gesagt, bitte weiter testen, Voodoo, ja, Voodoo-Angriffe. Bitte weiter testen, Entsetzen, ja, Enttesten, Entsetzen, aber nur in einer Gruppe, also nur in einer Zauberstunde, Dämonen zu stark. Was noch? Ja, Cord-Cutting, was noch? Ja, magische Operation, Gertraud Schlegel, weil dieser Voodoo-Priester hat irgendwas in sie implantiert, irgendwelche Giftampullen hat er implantiert magisch, die machen ihnen jetzt die Haut kaputt. Die hatten ganz schwere Leberstörungen, also wirklich sahen aus wie krass unter Ebola. Und soll ich Homöopathie geben? Ja, ich soll Homöopathie geben. Und dann dachte ich, ey Mann, die testet gerade so toll. Ich sagte, teste mal Lucky. Ja, Lucky 50.000 jeden Tag zweimal. Ich sagte, okay, bin ich ins Krankenhaus, Fläschchen fertig gemacht, heimlich, Tropf. Als Surrogat hier im Heilkreis mit Heidi war eine harte Besetzung. Die Dämonen, die hatten, die mussten wirklich hier von 6 unserer Ritterinnen und Ritterin fortgerissen werden, wenn die dann bei unserem Mariechen waren, unser Stammsurrogatin für die göttliche Mutter. Denn wurden auch die zum Licht. Alles wird zum Licht. Jeder Dämon wird zum Licht, wenn wir ihn erstmal zur göttlichen Mutter gebracht haben. Aber bis wir ihn erstmal bei der göttlichen Mutter hatten, die haben gekämpft, die haben sich festgehalten. Wir mussten ihnen fast die Arme abbeißen. Ich habe meine Wölfe in die Aufstellung geschickt. Die Wölfe haben ihn in die Arme gebissen, dass die endlich losgelassen haben. Das war irre, das war einer der furchtbarsten Aufstellungen, die ich jemals gesehen habe. Ich habe nur eine Aufstellung gesehen, die ähnlich schlimm war. Ich grüße Nicole und ich grüße Britta Maria. Die haben wir mit Heidi in Bremen gemacht, wo auf 2 Seminare von uns Flüche geworfen worden waren von einer ganz bestimmten Person, die diese Seminare nicht wollte. Und wo ich auch gesagt hätte, ey Mann, das ist Einbildung, bin eifersüchtiger Gockel, alles Quatsch. Wo aber der Tester gesagt hat, nichts Einbildung. Ob die das weiß, ob die das willentlich macht, das ist ja immer die Frage. Wenn du mir jetzt irgendwie, weiß ich was, schickst, ist ja immer noch die Frage, machst du das willentlich? Oder ist dein System so labil, dass durch dich etwas wirken kann auf mich? Ist ja immer die Frage. Weiß man nicht. Kann man nochmal nachtesten. Wir hatten so einen Fall jetzt hier in der letzten... bei den letzten Aroas, wo ein Kollege ganz klar krank war und ich wusste, der hat ein großes Problem mit jemand, den ich für magisch sehr kompetent halte. Der hatte furchtbare Rückenschmerzen und dann habe ich zu Alexandra gesagt, die von der ganzen Geschichte nichts wusste, Alexandra, bitte prüfe Dämon. Nein, nicht Dämon. Prüfe mal weiter. Ja, da ist aber eine magische Infiltration. Da ist irgendjemand nicht dämonisch, der versucht, ihn fertig zu machen. Und für den, den ich da in Verdacht hatte, da gibt es einen Codename, Mann vom Sirius. Und dann habe ich einfach nur Alexandra gefragt, Mann vom Sirius getestet? Ja, Mann vom Sirius. Entsetzt, Beschwerden danach, weg. Also ich weiß nicht, ob es Dämonen gibt. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, was meine Tester da testen. Ich weiß nur, wenn ich mich als demokratischer Mediziner, ich nenne mich ja immer ein schamanischer Rohrleger, ich führe die Baupausen meiner Bauplanerinnen aus. Meine Tester sind eigentlich Architekten. Die geben mir einen Bauplan und mein Schamanismus setzt dann diesen Bauplan, setzt dann diese Anweisung praktisch schamanisch um.
Also wann immer ihr denkt, bei irgendjemand ist sowas oder wann immer jemand kommt und sagt, ich habe sowas, das nicht sofort als Realität sehen, homöopathisch schon, homöopathisch ist egal, was das ist. Wenn jemand sagt, ich leide unter Voodoo, nehmen wir das als subjektives Symptom. Wenn jemand sagt, ich habe Dämonen, außer er hat eine Psychose, dann ist das Symptom pathognomonisch, für die Krankheit typisch und dadurch nicht so hoch ansetzbar. Bloß wenn jemand, der nicht psychotisch ist, solche Empfindungen hat, nehmen wir sie in der Homöopathie als subjektives Symptom und gucken, welches Mittel hat diese Empfehlung. Wenn wir aber denken, da müsste jetzt schamanisch noch behandelt werden, rufen wir Frau Kochendörfer an, die testet, ist es eine Wahnidee oder ist da was dran? Und wenn Frau Kochendörfer testet, ist es keine Wahnidee, da ist was dran, dann lassen wir Frau Kochendörfer oder Reik oder wen auch immer weiter testen. Welche Intervention ist jetzt vonnöten? Ganz, ganz wichtig. Erzähl mal jemand auf Haiti, es gibt keine Dämonen, der lacht sich tot. Man nimmt an, dass Fidel Castro diese ganz, ganz, ganz vielen Attentate, die die CIA gegen ihn gemacht hat, deswegen überlebt hat, weil der eine ganze Gruppe von Voodoo-Priestern um sich drum hatte. Der hat sich von deren Kraft gegen die Kraft dieser ganzen Mörder und Attentäter beschützen lassen. Ist ja auffällig, dass dieser Mann das alles überlebt hat. Kennedy, ein Versuch, tot. Fidel Castro, 300 Versuche, alles überlebt. Wo kommt das her? Frage, ich weiß es nicht. Also, Luck Loopy, das große, große, große Thema Voodoo, das große Thema Besetztheit, Besessenheit, magische Angriffe, böse Auge etc. etc. Im Repertorium einziges Mittel, karibische Magie, Voodoo. Jeder Geistesschüler, sagt Rudolf Steiner, jeder, der auf seinem Weg gut vorangeht, der auf seinem Weg erfolgreich ist, kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo ihm die schwarze Seite der Macht einen Vertrag anbietet. Jeder, das gehört zu diesem Weg. Wer das noch nicht erlebt hat, ist noch nicht weit genug. Und dann muss sich jeder entscheiden, ob er diesen Vertrag eingeht, oder ob er sagt, kommt nicht in Frage, keine Gewalt, keine schwarze Magie. Und dann sind die auch weg. Ich habe das erlebt vor 25 Jahren. Ich war total unglücklich verliebt. Ich war total platonisch. Das sind ja die schlimmsten Lieben. Ich war mit dieser besagten Person auf einem Seminar. Das war total toll. Wir haben uns nicht geküsst, nichts. Aber ja, dann wird es ja meistens besonders schlimm. Wenn was Physisches fehlt, fange ich jedenfalls an durchzudrehen. Also so romantisch so. Ein Rilke nahm anderen. Und dann wurde die am nächsten Tag vom Seminar von ihrem Mann abgeholt. Und mit dem fuhr sie im Urlaub. Und ich lag im Hotelzimmer. Ich sollte am nächsten Tag einen Merkur-Vortrag halten. Ich war völlig durchgedreht. Ich bin zu dick. Ich sehe doof aus. Ich rieche aus dem Mund. Deswegen will die mich nicht. Der hat ein tolleres Auto wie ich. Völlig abgefahren. Zum Glück gab es noch kein Handy. Ich habe dir in dieser Nacht einen 17-seitigen Brief per Hand geschrieben, wo ich irgendwie nochmal, wir müssen das alles klären und bababababab. Und mit einmal wurde es still in diesem Zimmer. Es wurde kühl. Einbildung des Licht flackerte. Und mit einmal standen drei Männer in diesem Zimmer mit schwarzen, langen Ledermänteln. Guckten mich ganz freundlich an, so wie Gestapo oder Stasi. Und die sagten zu mir, Krüger, kein Problem. Die haben morgen einen Autounfall und sie überlebt. 25 Jahre her, vielleicht 30, ja wahrscheinlich sogar 30. Und in dem Moment habe ich das erste Mal einen Engel gespürt. Ich habe einen Engel gespürt, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nur gespürt, wie er hinter mir stand. Und so wie meine Freundin Gabi Happe das manchmal macht, mir die Hand zwischen die Schulterblätter legte. Und ich guckte die drei an und sagte nur einen Satz. Niemals schwarze Magie. Und sie waren weg, weg, einfach weg. Und sie sind nie mehr wiedergekommen.
Ich weiß bis heute, ich könnte die rufen. Ich weiß aber auch, das mache ich nicht. Weil ich habe mich entschieden. Rudolf Steiner sagt, dass jeder irgendwann mal zu dieser Entscheidung kommt, wenn er nur weit genug vorangeschritten ist auf dem Weg. Wer sich noch nicht entscheiden musste, ist noch nicht weit fortgeschritten. Ulla Bernus sagt, die Entscheidung ist ganz einfach. Du sagst einfach ja. Du sagst einfach ja. Oder, so wie ich, du sagst einfach nein. No passeran. Sie kommen nicht durch. In dem Sinne. Wir machen jetzt unsere halbe Stunde Pause und dann geht's weiter mit Ergänzungen, mit Fragen und dann mit der Heiltrance.